Prepariamosle. Paulo ist weg, aber ich muss trotzdem. Lass die Bitch büßen. Zum Teufel. Ich schick dir ein Foto von McKissers Propaganda-Trucks. Tut mir leid, dass du ihr Gesicht sehen musst. Ein Grund mehr, sie auszuschalten. Seit Castillo an der Macht ist, hört man nichts als ihren scheiß Propagandadreck. Macht sie fertig, Danny! Danny? Danny! Mein bester Freund! Mein süßes kleines Ferkel! Was? Du! Ich! Segunda! Großer Platz! Drinks! Jetzt! Klingt, als hättest du schon vorgelegt. Coño! Ich komme so schnell, das geht. Geh's locker an, Bicho. Adiós, miserable hombre. Therapie!
nicht, Talia! Marias Rumfabrik ist Geschichte. Ebenso wie das Geld, das sie damit verdient hat. Esso! Gewalter auf ihre Visage los, Plakatwände und so, Feuerkugeln, Pisse, Kotze, Blut, mir egal! Nimm, was du hast! Ich bleib lieber bei Waffen. Ich will, dass Maria sich brennen sieht. Das alte Ledergesicht an ihre Sterblichkeit erinnern, weißt du? Kommt mir langsam vor wie nach einer miesen Trennung. Jetzt wird Maria die Botschaft verstehen. Hör zu, ich habe mich um die Propaganda gekümmert. Und wie du das hast. Jetzt was Größeres hier. Hab gehört, dass die Wichser eine neue Anton-Statue am Plaza der Präsidenten aufstellen. Anders kriegt der Typ wohl keinen mehr hoch. Ich erledige das, Talia. Silvio, Drecksack. Was war das? Wir haben Luftunterstützung! Talia, ich bin bei der Statue. Kugeln werden da nicht reichen. Ich muss sie irgendwie in die Luft sprengen. Tja, dann musst du wohl kreativ werden. Si. Da drüben! Da! Ja. Ja.
Bin fertig. Gut, das wird die schlappe Million kosten, ich sag's dir. Du klingst nicht sonderlich glücklich. Tja, Millionen bringen mir nicht zurück, was ich verloren habe. Aber schon okay. Wir fangen ja gerade erst an. Los, pasto, Luso! Komm zurück! Wer ist ein braves Mädchen?